Ich nehme mich auch hier so. Hat deine Mama dir erzählt, dass du alles werden kannst, was du willst? Da lag sie mächtig daneben. Boah, das ging ja schnell. Und Spidey erhält die volle Punktzahl. Wenn diese Waffen auf der Straße landen, gibt es eine Katastrophe. Ich muss das verhindern. Katastrophe gibt es dann. Okay, was ist hier so? Gar nichts mehr. Das ist gut. Toll. Und jetzt? Ich sag's dir, er ist genau da, wo wir ihn geparkt haben. Deine Männer sind einfach Feiglinge. Zeig ihn mir einfach, damit ich sagen kann, ich habe ihn selbst gesehen. Mach doch lieber ein Foto mit deinem Handy. Dann kannst du es ihnen zeigen. Wir haben ihn bewusstlos geschlagen. Ich mag meine Waffen wie meine Schokolade. Geschmolzen und in kleinen Stückchen. Oh, cool. Okay, die stehen da immer noch. War gerade ein Sniper. Ja. Das ist mein Glückstag. So. Dahin. Genau so will ich das haben. Wollen wir natürlich alle mitnehmen. Okay. Jawohl. Wer kann da schon widerstehen? Oh, Hallöchen. Okay, wir können ja jetzt einfach runterspringen. Wir können aber auch eigentlich schon... das Geisel nehmen. Ich den hier. Vasili ist erledigt! Hey, was ist mit dir passiert? Hier, alle zu mir! Hey, pass gut auf. Ich mach das kein zweites Mal nur für dich. Diesmal nicht. Jawohl, ein bisschen mehr Action. Du spuckst große Töne, aber sonst... Wenn ich dich loslassen soll, heb einfach die Hand. Nein? Okay. Einmal, da habe ich gegen einen echten Versager gekämpft. War aber immer noch besser als du. Booyah! Hey. Na komm. Jawohl. Und manchmal beeindrucke ich mich sogar selbst. Es muss einen anderen Eingang geben, der nicht so gut bewacht wird. Jo, den hatten wir ja auch schon gefunden. Was ist denn hier? Also. Was ist denn du? Was
So, da war auch den noch schon. Der Eingang. Hangar betreten. Niemand ist sicher. Oh ja. Gar niemand ist sicher. Bitte, ich sag doch die ganze Zeit, ich bin der falsche Mann, ich verkaufe Werbung. Warum bricht dann jemand hier rein, um dich zu retten? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Jetzt verstehe ich es. Ein Schwächling wie du könnte unsere Leute niemals allein töten. Mit wem arbeitest du zusammen? Rede! Mit niemandem. Bitte, wirklich nicht. Okay. Der Kerl ist kein Killer. Oh nein, Killer ist er ganz und gar nicht. Oh ja! Da ist noch jemand. Erstmal da. Hallöchen! Genau, was ich wollte. Okay. Bitte! Ich hab nichts getan! Halt's Maul! Ich sagte, halt's Maul! Sie töten ihn. Ich muss etwas unternehmen. Okay. Hätten wir auch durchgehen können? Da oben auf und da ist sogar ein Technikteil mit drin. Da. Schneller geht das leider nicht. Oh. Da hat uns jemand. Okay, Moment. Dahin. Sie sind so niedlich, wenn sie schlafen. Hier ist nichts mehr. Das muss. Das ist mein Glückstag. Okay. Maul. Heute stirbst du. Ist schwierig, Mann gegen Mann zu kämpfen, was? Sag doch wenigstens einen coolen Spruch. Sowas wie... Spider-Man! Ich wusste es. Er arbeitet mit dem... zusammen. Oh shit, der hatte sogar eine Antwort. Oder haben wir Glück gehabt? An manchen Tagen läuft's einfach. Diese Typen waren der Ansicht, du hättest ihre Freunde auf dem Gewissen. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich wollte gerade zu meinem Auto. Da hat jemand einen der Russen angegriffen. Er ist der Killer, nicht ich. Wie bist du hier gelandet? Ich hab geschrien. Der Killer floh. Ich hab versucht, dem Opfer zu helfen. Seine Freunde tauchten auf. Meine Hände waren blutig. Und sie haben nicht geglaubt, ich war's nicht. Dieser Mann, den du gesehen hast, wie sah er aus? Weiß. Rote Haare. Dürr. Wilde Augen. Die Kraft eines Irren. Sowas habe ich noch nie gesehen. Laut Nummernschild lebst du in Jersey. Wenn du nicht in der Stadt warst, als der Carnage-Killer zugeschlagen hat, kannst du gehen. Kein Problem. Ich war die ganze letzte Woche auf einer Tagung in San Diego. Da ist der Krankenwagen. Jetzt wird alles gut.
Woo! Die Jäger und der Gejagte. Oh ja, Explosion, das ist schon ein nice Accessoire. Craven, ich habe eine Beschreibung vom Carnage-Killer. Sehr gut. Ich habe deine Karte benutzt, um seine Jagdgebiete zu finden. Ich schicke dir die Koordinaten und stoße dort zu dir. Zusammen werden wir ihn zur Strecke bringen. Glaubst du, er jagt heute Nacht? Für einen wahren Jäger endet die Jagd nie, mein Freund. Treff mich an dem Ort, den ich dir übermittle. Hallöchen. Hey, Spidey, ich könnte wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Ist nicht zu viel an Schwierigkeiten. Versuch mich nicht zu erwürgen, okay? Zeit für alternative Transportmittel. Das wird dich wachrütteln. So. Aber wieder ein gerettet. Welch eine gute Hilde dort für uns. Das erschütterte Opfer sagte, ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre Spider-Man nicht. Jo. Und dann würde ich sagen... Dankeschön fürs Zuschauen. Moment, da haben wir noch irgendwas schon. Ist das denn eine Wache oder was? Ui. Okay. Ach, da oben. Nee, keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Let's Play The Amazing Spider-Man 2. Haut da rein! Hallo und Hallöchen zurück zu Let's Play The Amazing Spider-Man 2. Ich bin immer großartig, aber manchmal bin ich besonders großartig. Und... ja... da kann ich schon mal mehr, was in der letzten Folge war. Verfügbare Einheiten bitte auf Unruhestiftung reagieren. Verdächtige könnten bewaffnet sein. Einmal, da habe ich gegen einen echten Versager gekämpft. War aber immer noch besser als du. Längere Zeit nicht mehr so. Das ist jetzt ganz schön mächtig. Ich habe ihn gedrückt. So, Leute. Sind doch alle für Keks. Los damit. Okay, das war kein fairer Kampf. Aber du hast angefangen. Netze, macht euer Ding. Das hat Spaß gemacht. Wollen wir nochmal? Ich wäre fast gestorben. Vor Langeweile. Jo, jo, jo. Das kennen wir ja auch schon. Die Freude der Anwohner beweisen. So. Wer kann da schon widerstehen? Okay, und ich würde sagen... wir machen jetzt einfach hier weiter. Ich muss mir eine andere Route suchen. Ups, falsche Richtung. Ich will nach oben. So. Das ist jetzt schon viel besser.